Für viele Vorarlberger ist das Bier ja schon wichtiger als Religion. Jetzt könnte man ihnen doch aber auch unterstellen, dass es doch ein bisschen ein Kniefall vor den Hardcore-Fans war. Dass man nicht nur einen radikaleren, oder dass man nicht einen radikaleren Schritt gegangen ist. Was heißt Kniefall vor den Hardcore-Fans? Also wir sind ein marktwirtschaftlich tätiges Unternehmen. Wir sind in einem Markt unterwegs, der sehr kompetitiv ist. Wir haben in Vorarlberg jetzt seit knapp einem Jahr, ein bisschen mehr, eine Situation, dass wir unter anderem einen internationalen Großkonzern am Markt dabei haben. Es sind im Prinzip drei Vorarlberger Brauereien noch im Spiel. Und da wird natürlich, ist natürlich die Orientierung am Markt immanent wichtig, oder? Ich kann nicht irgendwas produzieren, wo ich sage, okay, ich bin vielleicht moralisch im Recht. Wobei ich sage, was ist recht, was ist nicht recht. Und das haben wir in dieser Diskussion sehr stark gesehen. Also die Meinungen gehen wirklich von bis. Schlussendlich ist es unser Job, unser Bier zu verkaufen.